Die berufsbildende Schule in Wildeshausen wird in den nächsten Jahren zur Dauerbaustelle. Bis 2021 investiert der Landkreis dort 11 Millionen Euro. In den Osterferien ist der erste von 4 Bauabschnitten angelaufen. Der größte Teil der Werkstätten wird zu integrierten Unterrichtsräumen umfunktioniert. In der baulichen Sanierung enthalten sind neue Fenster, neue Decken, zum Teil mit Heizungsplatten, neue Fußböden, neue Mauern und Türen zum Flur, neue Heizung und neue Elektrotechnik mit Brandschutz. Der erste Bauabschnitt umfasst insgesamt 2900 Quadratmeter und dauert bis zum Sommer 2016. Kann ich ja was andocken, ne? Ja, vom Prinzip her. Okay.